Größer, breiter und stärker. Das ist der NIU Kuggy 3 Max. Ein echter SUV unter den E-Scootern. Der Hersteller NIU hat seinem neuesten Modell zahlreiche Upgrades spendiert. Angefangen beim Platzangebot und Komfort, bei der Größe des Akkus und dann der richtig starke Motor, der diesen E-Scooter auch anspruchsvollere Steigungen problemlos hochziehen soll. Den Hersteller NIU, den kennen wir übrigens von seinen großen Elektrorollern, von denen man bereits mehrere Millionen Exemplare auf die Straßen weltweit gebracht hat. Und nun bläst NIU zum Großangriff auf Ninebot und Co. In diesem Video werfen wir einen Blick auf Ausstattung und Verarbeitung, machen unsere ausführliche Probefahrt und zum Schluss wie immer ein kurzes Fazit mit unseren Pros und Cons hier zum NIU Kuggy 3 Max. Kommt mit! Und damit, wie immer, ganz herzlich willkommen hier bei Hentec. Ich bin Henne und wenn ihr wie ich auf coole E-Scooter, E-Bikes und alles, was elektrisch rollt, steht, läutet doch jetzt einfach die YouTube-Glocke, denn dann werdet ihr bei neuen Videos automatisch benachrichtigt. Darf es ein bisschen mehr sein? So lautete wohl das Motto des Herstellers hier bei der Entwicklung des Kuggy 3 Max. Denn im Vergleich zu seinen Vorgängern, die wir übrigens auch getestet haben, hat man diesem Modell noch einige Upgrades in Sachen Ausstattung verpasst. Fangen wir bei der Bereifung an. Der Hersteller setzt hier auf 9,5 Zoll Reifen vom Hersteller CST. Die Besonderheit dabei, diese sind mit einem Gel gefüllt, das kleinere Beschädigungen automatisch wieder verschließen soll. Klar, schlauchlos. An sich ein gutes Prinzip, kennt man so auch schon von anderen Herstellern. Ich denke, mit dieser Bereifung solltet ihr auch auf lange Sicht wenig Probleme haben. Die größeren Reifen sorgen natürlich auch für bessere Rolleigenschaften, besseren Fahrkomfort. Ein Fahrwerk, das vermissen wir aber auch weiterhin und da bin ich schon richtig auf den Praxistest gespannt. Ebenfalls für mehr Fahrkomfort, da soll der 25% breitere Lenker sorgen. Überdies ist das Cockpit sehr, sehr aufgeräumt. Wir haben hier wieder das NIU-typische Windshield, was mehr oder weniger aber nur ein Designelement darstellt. Das Display ist auch bei Sonne sehr gut ablesbar, dimmt sich beim Einschalten des Lichtes automatisch runter, sodass ihr bei Fahrten in Dunkelheit nicht geblendet werdet. Ansonsten gibt sich das Display jedoch relativ bedeckt. Ihr seht den Akkustand in 5 Punkten. Prozentangaben wären an der Stelle schöner. Die Geschwindigkeit, den Status der Beleuchtung und die gewählte Fahrstufe. Wer mehr Infos braucht, der greift einfach auf die mitgelieferte App zurück, zu der wir gleich nochmal ausführlicher kommen werden. Ein weiteres Highlight hier am Kuggy 3 Max, das ist ganz klar die Beleuchtung. Wir haben ein ikonisches, großes Vorderlicht, halogen, ordentlich hell und schön, dass Gegenverkehr an dieser Stelle auch nicht geblendet wird. Schade ist jedoch, dass NIU das Tagfahrlicht, das eigentlich in dem äußeren Ring integriert ist, in Deutschland deaktiviert hat. Im Vergleich zu seinen Vorgängern deutlich heller, besser sichtbar, das ist das Rücklicht. Dieses funktioniert gleichzeitig auch als Bremslicht, gut gelöst NIU, da gibt es wirklich überhaupt nichts zu meckern. Richtig gut gefällt mir auch der neu gestaltete Kotflügel mit der Aufnahme für das Versicherungskennzeichen. Ja, und wie ihr das bekommt, das findet ihr im oben verlinkten Video. Und wie es sich für ein SUV gehört, hat NIU auch das Trittbrett nochmal 13% breiter gemacht. Da ist wirklich ausreichend Platz für kleine und richtig große Füße. Auch die Gummierung, ihr steht jederzeit sicher. Gerade auch in Verbindung mit dem schönen breiten Lenker wird das breite Trittbrett dem Anspruch eines SUVs aus meiner Sicht auch wirklich gerecht. Ja, und ebenfalls ein Upgrade spendiert, das hat NIU dem 450 Watt starken Hinterradmotor. Er leistet bis zu 900 Watt Spitze und da bin ich schon richtig gespannt, wie er sich gleich im Steigungstest schlagen wird. Das Ganze als 48 Volt System, das heißt insbesondere bei niedrigem Akkustand oder bei Steigung, habt ihr noch ein wenig zusätzliche Leistungsreserven. Gespeist wird der Motor, der übrigens auf 10 Jahre Dauerbetrieb getestet wurde, vom großen 608 Wattstunden starken Akku. Das Ganze soll euch auf bis zu 65 Kilometer Reichweite bringen. Dieser Wert ist natürlich unter Idealbedingungen vom Hersteller ermittelt worden. Die tatsächliche Reichweite, die so um die 50 Kilometer liegen sollte, hängt von vielen Faktoren ab, wie der Außentemperatur, dem Fahrergewicht und einigen mehr. Kein Upgrade, das hat der Hersteller leider dem beiliegenden Netzteil spendiert. Das lädt weiterhin nur mit 2 Ampere, sodass die Ladezeit auf bis zu 8 bis 9 Stunden steigt. Ein Aufladen über Nacht ist hier also unausweichlich. Schön zu lesen ist aber die Tatsache, dass NIU dem Akku eine ganze Batterie von
Batterie im wahrsten Sinne, von Schutzmaßnahmen spendiert hat, die verhindern sollen, dass dieser Akku in kritische Betriebszustände gerät. Aber ob das wirklich so ist, das wird erst die Zeit zeigen. Last but not least, das ist die gute Verarbeitung, die sich das neue Modell mit seinen Vorgängern teilt. Nichts wackelt, nichts klappert beim Fahren. Ja, ein sehr, sehr gutes, sattes Fahrgefühl. So soll das sein, so gefällt mir das. Und da ist NIO wirklich ganz, ganz vorne mit dabei. Ja, in Sachen Design, das ist natürlich immer Geschmackssache, muss ich sagen, gefällt mir der NIO auch richtig gut. Das an beiden Seiten hochgezogene Trittbrett, das Windshield, die große, auffällige Frontleuchte. Aus meiner Sicht einer der schönsten E-Scooter aktuell am Markt. Und in dieser Übersicht seht ihr nochmal alle wesentlichen technischen Daten des NIO Cookie 3 Max. Ja, und wenn ihr dann den Preis hinzunehmt und die Ausstattung, die hier geboten wird, dann scheinen wir hier wirklich ein sehr, sehr rundes Gesamtpaket zu haben. Natürlich vorausgesetzt, die Fahreigenschaften wissen jetzt auch zu überzeugen. Und wir starten hier auch direkt mal mit dem Fahrgefühl. Der Cookie 3 Max gehört ja zweifellos zu einem der größeren E-Scooter hier bei uns im Test. Ja, und ihr seht es, entsprechend liegt ihr wie ein Schiff auf der Straße. Man fühlt sich sehr, sehr sicher, sehr, sehr gut. Und da hatten wir natürlich Bedenken, wie sieht das Ganze bei spontanen Richtungswechseln aus. Und so haben wir uns hier auch durch unseren kleinen Hütchenparcours gequält. Von Qual kann eigentlich keine Rede sein. Der macht das nämlich erstaunlich gut, trotz seiner Größe, sportlich agil und bringt Anfängern und auch Fortgeschrittenen sicherlich eine Menge Fahrspaß. Und das Gute ist, ihr könnt in schwierigen Situationen Hindernissen ausweichen. Und aufgrund seines breiten Radstandes fühlt ihr euch dennoch jederzeit sicher und jederzeit gut auf dem Trittbrett. Wie auch schon bei seinen Vorgängern verzichtet NIO auch beim Cookie 3 Max auf ein Fahrwerk. Wir haben also vorne als auch hinten keine Federung. Man setzt einzig und allein auf die Federwirkung der jetzt großen 9,5 Zoll Luftreifen. Ja, und wie ihr hier seht, machen die das auf guten Untergründen natürlich auch richtig gut. Das ist ein sehr angenehmes, gutes Fahrgefühl. Aber wenn die Untergründe schwieriger werden, da merken wir natürlich, da kommen Schläge oben beim Fahrer im Lenker an. Die großen Reifen, klar, die sind ein Komfortgewinn. Da hat der Hersteller nicht zu viel versprochen. Ein Offroad-Scooter, das seht ihr hier, ist der NIO Cookie 3 Max natürlich nicht. Schön ist, dass das breite Trittbrett, der breite Lenker beim Fahren jederzeit ein sicheres Gefühl vermitteln und ihr so ohne weiteres das ein oder andere Schlagloch Unebenheit mitnehmen könnt, ohne euch da unsicher auf dem Cookie 3 Max fühlen zu müssen. Noch ein kleiner Tipp in Sachen Fahrkomfort. Ab Werk waren die Reifen relativ stramm aufgepumpt. Wir haben das Ganze dann etwas unterhalb der Herstellerempfehlung eingestellt und waren dann deutlich bequemer unterwegs. Ja, dabei hilft übrigens der von uns jahrelang erprobte Luftkompressor von Xiaomi. Ich habe euch das Ganze mal unter dem Video verlinkt. Jetzt noch ein paar Worte zum Thema Beschleunigung und Geschwindigkeit des Cookie 3 Max. Die Beschleunigung dieses Fahrzeugs bewegt sich im Mittelfeld. Sie ist also weder zu schwach noch zu stark und somit für viele Fahrerinnen und Fahrer aus meiner Sicht genau richtig gewählt. In Sachen Geschwindigkeit noch ein paar Worte zur gesetzlichen Lage in Deutschland. E-Scooter dürfen hierzulande mit 20 km/h betrieben werden, wobei der Gesetzgeber hier 10% Spielraum erlaubt. Und natürlich versuchen einige Hersteller, diese 10% mitzunehmen. Möglich wären also maximal 22 km/h. Und ihr seht es hier, NIO ist da etwas gemütlicher unterwegs. Wir erreichen die erlaubten 20 km/h. Mehr sind an dieser Stelle jedoch nicht drin. Es ist durchaus denkbar, dass der Hersteller hier vielleicht mit einem Firmware-Update nochmal nachbessert. Aktuell bleiben wir jedoch bei den erlaubten 20 km/h. Wir haben zudem die Möglichkeit, aus verschiedenen Fahrstufen zu wählen, die sich in der Endgeschwindigkeit unterscheiden. Das ist vielleicht für junge Leute, für Fahranfänger eine feine Sache und ihr könnt euch zudem in der App auch eine persönliche Fahrstufe konfigurieren. In Sachen Steigfähigkeit, da verspricht der Hersteller 25%, aber auch hier ganz klar, das hängt natürlich wie immer auch von eurem Gewicht ab. In unserem Fall hat sich der Cookie 3 Max hier im Parkhaus wirklich sehr, sehr gut geschlagen. Wir sind beschwingt die Steigungen hochgekommen. Und da merkt man ganz klar die 900 Watt Peakleistung. Man liegt da deutlich über dem Ninebot G30D. Klar, es gibt natürlich stärkere Modelle. Wenn es euch speziell um das Thema Steigfähigkeit geht, dann werden wir euch im Fazit nochmal einige Alternativen hierzu aufzählen. Wer mit einem schnellen, starken E-Scooter unterwegs ist, der braucht natürlich gute Bremsen. Der NIO Cookie 3 Max verfügt über drei Bremssysteme. Wir haben jeweils eine Scheibenbremse auf dem Vorder- und dem Hinterrad und zusätzlich auch die E-Bremse im Hinterrad. Motor. Ja, was soll ich sagen? Dieser E-Scooter kann bremsen. Wir haben hier Bremswege von deutlich unter 2 Meter, damit Top-Werte hier bei uns im Test. Und
Selbst bei einer Vollbremsung bricht das Hinterrad nur geringfügig aus. Das macht aus meiner Sicht der NIU wirklich sehr, sehr gut. Ihr solltet aber vorsichtig sein, stellt euch die Bremsen unbedingt auf eure persönlichen Bedürfnisse ein. Ja, und warum die Bremsleistung hier so top ist, das offenbart ein Blick auf die Bremsanlage. Und ihr seht es, die Bremsklötze werden von beiden Seiten gegen die Bremsscheiben gedrückt. Das ist top, da gibt es nichts zu meckern. Gut gelöst. Schön ist, dass auch die E-Bremse dosierbar ist. Zieht ihr den Bremshebel nur leicht, könnt ihr relativ verschleißfrei bremsen und gewinnt dabei auch noch Energie zurück. Ebenfalls ganz nett, die E-Bremse wird automatisch aktiv, sobald ihr vom Gas geht, sodass der E-Scooter beim Ausrollen Energie zurückerzeugt und euch sehr, sehr sanft zum Stehen bringt. Denn auch diese Funktion lässt sich über die App einstellen. Die Sicherheitsfeatures des Cookie Stream Max sind als sehr gelungen zu bezeichnen. Wir haben die guten Bremsen, eine laute Glocke, das Top-Frontlicht und natürlich das helle Rücklicht mit der Bremslichtfunktion. Mehr geht aus meiner Sicht kaum. Doch, wo sind die Blinker? Das ist tatsächlich ein Feature, das ich mir bei diesem E-Scooter noch sehr wünschen würde. In Sachen Transportabilität, ja auch da möchte der Cookie Stream Max punkten. Und was den Klappmechanismus angeht, ja da tut er das tatsächlich aus. Aus meiner Sicht einer der besten Klappmechanismen, vorne solide verarbeitet und hinten rastet das Ganze ohne Zutun einfach am Kotflügel ein. Zum Öffnen den Knopf drücken und dann ist das Fahrzeug auch ratzfatz wieder aufgebaut. Doch mit einem Gewicht von über 21 Kilo ist dieser E-Scooter nur bedingt transportabel und da verzeihe ich ihm auch die nicht einklappbaren Lenkerenden. Insgesamt kann man festhalten, dass der NIU Cookie Stream Max seinem Anspruch als SUV-E-Scooter gerecht wird. Wir haben einen breiten, starken E-Scooter, der wie ein Schiff auf der Straße liegt. Und das macht aus meiner Sicht letztendlich einen SUV irgendwo auch aus. Besonders gut gefallen hat uns die solide Verarbeitung, das schicke Design, dann der große Akku mit ordentlich Power für ordentlich Reichweite, gepaart mit einem starken Hinterradmotor. Und last but not least natürlich der faire Preis. Wir liegen hier bei 899 Euro und da würde ich sagen, erhalten wir tatsächlich ein rundes Gesamtpaket. Ja, und teilweise geht das Ganze sogar noch günstiger. Entsprechende Gutscheincodes, Bezugsquellen wie immer unter dem Video. Ja, natürlich gibt es auch Dinge, die uns heute nicht so gut gefallen haben. Wir haben es hier tatsächlich mit einem waschechten SUV zu tun. Ja, und auch wenn dieser E-Scooter nach mehr aussieht, gehört er wie ein echter SUV in die Stadt, fühlt sich in der Stadt am wohlsten. Er ist kein Geländescooter, wir haben auch kein Fahrwerk und entsprechend seid ihr auf gute Untergründe angewiesen. Wir haben hier erfreulicherweise einen sehr großen Akku, leider aber nur ein 2 Ampere-Stunden starkes Ladegerät, sodass das Aufladen hier wirklich sehr, sehr lange dauert. Hier würde ich mir zumindest ein optionales Ladegerät wünschen. Der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, der bezieht sich auf die App. Nicht auf die Tatsache, dass wir hier eine Bluetooth-App haben, das ist nämlich super, denn ihr könnt Firmware-Updates einspielen, ihr könnt viele Einstellungen vornehmen, nein. Mein Kritikpunkt, das ist die Tatsache, dass der E-Scooter nach dem Auspacken erst registriert werden muss in der App, sprich eure persönlichen Daten sind erforderlich und zum anderen schaltet die App erst dann euren E-Scooter frei, wenn ihr ein Tutorial absolviert habt und eine gewisse Strecke geradeaus gefahren seid. Das empfinde ich persönlich als Bevormundung und ich denke, das ist schlechtweg nicht nötig und könnte man sich an der Stelle sparen. Wir sind doch alle alt genug. Und wie immer am Schluss möchten wir uns jetzt ganz herzlich bei euch fürs Zusehen bedanken. Wir hoffen, der Cookie 3 Max hat euch gefallen. Mögliche Alternativen, die seht ihr hier. Der nagelneue EPF 2, der VMAX VX2 oder vielleicht auch der Tourengänger Paul. All diese E-Scooter sind interessante Alternativen, die am Berg auch noch ein klein wenig stärker sind. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit, fahrt vorsichtig. Lasst ein Abo da und läutet die Glocke, denn dann sehen wir uns schon ganz bald hier zu einem neuen Video bei Hentec. Ciao! Ihr wollt euren neuen E-Scooter versichern? Dann habe ich hier das passende Video für euch. Ja, und ansonsten noch ganz, ganz viele andere E-Scooter-Tests. Viel Spaß!